Der Tierpark von Pattaya liegt besser gesagt in Sriracha. Dies liegt auf dem Weg von Bangkok nach Pattaya. Es ist einer der größten Parks des Landes und man darf darin sogar mit dem Auto fahren, damit man überall hinkommt, denn dieser Park ist wirklich riesengroß. Man sieht hier alle Arten von Tieren, von lustigen Gibbonaffen bis hin natürlich zu den Elefanten. Sie sind die Wappentiere Thailands. Und die Thais lieben Elefanten. Mit ein klein bisschen Glück sieht man auch, dass diese Elefanten Kunststücke machen, um die Besucher des Parks zu erfreuen. Kindern macht es natürlich viel Spaß, vor allen Dingen Tiere zu füttern. Futter gibt es überall zu kaufen und das auch noch für kleines Geld. Bekannt ist der Zoo von Sriracha auch wegen seiner Tiger. Hier lebt die größte Anzahl weißer Tiger überhaupt. Diese Albinos sind weltbekannt und die Besucher freuen sich, wenn sie diese Tiger hier sehen können. Es sind mindestens 20 weiße Tiger da und natürlich auch normale. Und wo Tiger sind, sind auch Löwen. Der Park ist, wie schon gesagt, sehr großzügig angelegt. Und für Gäste, die mit dem Bus gekommen sind, gibt es auch einen Shuttlebus. Die Tiere sind ganz zutraulich, denn keiner tut ihnen was und deswegen haben sie vor niemandem Angst. Dieser Nashornvogel ist auch ein besonders schönes Exemplar. Nach einem Tag in diesem Park sind die Kinder richtig müde. Es gibt überall wunderschöne Blumen, die das Auge erfreuen. Und natürlich auch ein Aquarium mit Terrarium. Hier dürfen meine Kinder rutschen. Das macht Kindern natürlich immer Spaß. Hier ein Riesenfrosch. Da schaut Tina über den großen Fisch, der fast so groß ist wie sie. Nochmal ein weißer Tiger zusammen mit seinen zwei Babys.